Okay, good morning, everyone. Let's get started. I get d primes plus p. Ich heiße Gabi Hug und ich bin 38. Ich bin außerordentliche Professorin an der ETH Zürich. Mit meiner Forschung möchte ich es ermöglichen, dass das elektrische Energienetz erneuerbar wird. Ich probiere einfach, mein Bestes zu machen. Jeden Tag probiere neue Sachen zu forschen, die Lösungen bringen. Strom, elektrische Energie. Möglichst viel davon aus sauberen Quellen generieren. Das ist das Ziel der Wissenschaftlerin. Dafür geht sie neue Wege, mit Hilfe der Mathematik. Also man sich muss vorstellen, das elektrische Netz ist riesig. Und das ist ein grosses mathematisches Problem. Und das können effizient lösen und so, dass man wirklich das elektrische Netz optimal betreiben kann. Das ist eigentlich unser Ziel. Nicht ganz einfach, denn immer mehr Energie stammt aus Sonne und Wind. Stromnetze werden dadurch unstetig, da diese Energiequellen nur Energie liefern, wenn die Sonne auch wirklich scheint, der Wind bläst. Diese Unstetigkeiten will Gabriela Hug überwinden, so dass der Konsument von den unstetigen Quellen nichts merkt. Das sollte das Ziel sein, dass der Konsument das gar nicht mitbekommt und immer noch die gleiche Zuverlässigkeit vom elektrischen Netz hat. Mit neuen Modellen will die Professorin zuerst etwa kleine Abschnitte des Stromnetzes unabhängig voneinander optimieren. Erst am Schluss das gesamte Netz. Auf lokale Schwankungen kann so schneller reagiert werden. Das große Ganze bleibt in Balance. Die Professorin ist ein Superhirn, liebt Mathematik. Sie will, wie kein anderer vor ihr, mit Lösungen aus der Mathematik die Stromnetze der Zukunft schaffen, die Energiewende erst möglich machen. Seit 3 Stunden doziert sie an der ETH Zürich die Modellierung von Generatoren. Und am Schluss erhalten sie diese ganz einfache Matrix. Sie fordert den Nachwuchs. Nach der Pause machen wir noch ein paar mathematische Ableitungen. Die Professorin könnte selbst noch als Studentin durchgehen. Sie begegnet den Studierenden auf Augenhöhe. Auch wenn sie mal keine Antwort parat hat. Wieso sind wir so interessiert im Verlauf von dem Strom? Das ist, glaube ich, hat die so einen grossen Einfluss? Das ist keine gute Frage. Vor 2 Jahren wurde Hug Professorin an der ETH Zürich. Davor arbeitete sie in Kanada und war mehrere Jahre Professorin an einer renommierten Universität in den USA. Eine so junge Frau als Professorin zu haben, ist überraschend. Bei uns an der Uni in Frankreich gibt es in der Elektrotechnik keine einzige Professorin. Da gibt es nur ältere Männer. ETH Zürich. Gabriela Hug eilt von Termin zu Termin. Pausen gönnt sie sich kaum. Wohl auch deshalb ist sie bereits an der Spitze angekommen. Die Mutter 3 Söhne hat dafür einen Preis bezahlt. Es war auf jeden Fall sehr arbeitsintensiv, anstrengend. Man schläft weniger auch, dass es nervenaufreibend ist, dass man halt ständig unter Druck und unter Strom ist. Neue Wege geht Gabriela Hug auch privat. Hallo zusammen. Hallo. Das Familienmodell, alles andere als traditionell. Ehemann Benjamin ist Vollzeit-Hausmann, hält ihr den Rücken frei. Ich glaube, am meisten Mühe hättest, wenn jeden Tag müsstest kochen. Der Koch und Lebensmittelingenieur ist seit 7 Jahren Hausmann. Seit der Geburt des ältesten Sohnes. Das Familienmodell mit seiner erfolgreichen Frau fordere mitunter. Wo es darum ging, dass die Kinder noch gestillt haben müssen werden. Dann war es schwierig. Dann bin ich viel ins Büro gegangen, vom Gabi. Einfach damit sie gestillt werden. Kannst du mir einen Daumen bringen? Die Rollen sind klar verteilt. Der Respekt gegenseitig groß. Ich muss sagen, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe einen einfachen Job. Also ich komme morgen aus dem Haus und wenn die Kinder blöd sind und so, bin ich froh, bin ich im Büro. Ich denke auch manchmal, wieso kann ich die jetzt einfach aus dem Haus gehen? Am Morgen. Abends und am Wochenende ist Familienzeit. Doch wirklich abschalten fällt der Professorin schwer. Die Arbeit immer im Hinterkopf. Kann sie entspannen daheim und loslaufen? Nein, das kann sie nicht.
hat sie noch nie können. Also wenn etwas Wichtiges los ist, dann bist du, glaube ich, immer ein bisschen im Büro. Das ist vielleicht auch mit ein Grund, also dass man sich so damit identifiziert, dass man, ja, dass ich das erreicht habe, was ich erreicht habe. Ja, sicher. Ja. Zu Hause ist die 38-Jährige ganz unter Männern. Die einzige Frau ist sie oft auch im Job. Auf ihrem Level dominieren in der Branche ältere Herren. Energiekonferenz in Graz, Österreich. Gabriela Hug ist international gefragt. Sie beeindruckt mit ihren mathematischen Ansätzen. In der Pause möchte sie ein deutscher Fachmann gleich mit einer improvisierten Skizze für seine Idee gewinnen. Ihre Unterschrift und das machen wir Projekt miteinander. Okay, machen wir. Hug fällt auf. Auch weil sie eine Frau ist. Nur deshalb, weil man eine Frau ist, kann man da jetzt drin keine Rolle spielen. Man muss eine kompetente Frau sein. Ich meine, das setze ich jetzt mal voraus und das sind sie. Komplimente, die freuen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch traurig, muss man das sagen. Also, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es mehr Frauen hat oder sollte haben. Gabriela Hug, eine Netzwerkerin, geht neue Wege. Im Job und in der Familie. Alles für das Ziel Energiewende. Ich wäre nicht in das Gebiet hineingegangen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, das ist etwas sehr Wichtiges. Was ich möchte können sagen, ist, dass ich Einfluss kann auf die Entwicklung, sodass wir 2050 wirklich ein erneuerbares Energienetz haben.